heute zu Gast bei einem Rennsportteam in den Niederlanden. Und damit hallo und herzlich willkommen in unserer Hengstgarage. Mein Name ist Kai und heute zeigen wir euch, wie die Formula Student funktioniert. Viel Spaß mit diesem Video. Wir sind heute zu Gast beim Formula Student Team von der University of Twente. Neben mir steht Christina. Magst du dich einmal vorstellen, was sind deine Aufgaben, dass wir ein bisschen über das Team lernen und über dich lernen? Ja, hallo, ich bin Christina Kaisers. Ich bin der Teammanager von unserem Team dieses Jahr. Unser Team besteht aus 30 Leuten in total. Wir sind 5 im Management-Team, 4 im Marketing-Team und 21 im technischen Team. Und als Teammanager bin ich allgemein dafür verantwortlich, dass alles eigentlich rund läuft. Wir haben dann noch mehrere Menschen im technischen Team, natürlich, die dann auch vom technischen Manager gerade in Deadlines und echt in technischen Entscheidungen, die gemacht werden, genommen werden. Und ja. 30 Leute ist natürlich schon eine ordentliche Größe. Genau. Ihr habt sicherlich das Team in verschiedene Bereiche unterteilt, dass jeder seine eigene Aufgabe hat, wie zum Beispiel Fahrwerk oder Antriebseinheit. Welche unterschiedlichen Bereiche gibt es dort? Ja, wir haben genau 2 große technische Teams. Also einmal das hydroelektrische SIP-Team und einmal das Mechanics SIP-Team. Das Mechanics SIP-Team ist dann noch einmal eingeteilt in Vehicle Dynamics, also die für Aufhängung und so etwas verantwortlich sind. Dann haben wir ein aerodynamisches SIP-Team, die eigentlich alles sehen, was alles machen, was man hier an Carbon auf dem Auto sieht. Dann haben wir ein Drivetrain-Subtrain, das für das Getriebe verantwortlich ist. Ein Pedalbox-Ingenieur, die halt die Pedalbox, also eigentlich das Gaspedal und die Bremse entwirft für unser Auto. Und wir haben noch 2 Structural Engineers, die halt die Chassis, also das große Gehäuse von dem Auto machen. Ja. Wow, echt beeindruckend. Ja. Steckt eine ganze Menge Arbeit hinter. Wenn wir so an die Rennserie denken, wie muss man sich das vorstellen? Also ich denke, viele kennen das Ganze von der Formel 1. Eure Rennserie, also die Formula Student, ist ja ein bisschen anders. Wo sind so die Unterschiede, die größten Unterschiede zu den großen Main-Rennveranstaltungen? Naja, Formula 1 kennt man ja vor allem, dass alle Autos eigentlich zeitgleich starten und das Team, was am schnellsten ist, was über die Finishlinie kommt, na, die haben gewonnen. Bei uns ist es doch ein bisschen anders, weil wir haben verschiedene Disziplinen. Und wir haben 4 Disziplinen, wo wir tatsächlich fahren müssen. Und das sind Skip-Pads, und da fährt man halt 8. so schnell wie möglich. Dann haben wir Autocross, wo man eine Runde mit relativ vielen Kurven so schnell wie möglich fahren muss. Wir haben Efficiency, da muss man 22 Kilometer so schnell wie möglich, aber auch so effizient wie möglich fahren. Und wir haben Acceleration, also wie schnell kann das Auto eigentlich beschleunigen. Und nicht das Team gewinnt, das am schnellsten ist, sondern das Team, was in allen Disziplinen am meisten Punkte bekommt. Das bedeutet, es geht nicht immer nur um Schnelligkeit bei euch, sondern viel mehr. Das heißt, das Fahrzeug wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders abgestimmt, nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auf die anderen unterschiedlichen Disziplinen, die ihr habt. Euer Fahrzeug hat ja eine Besonderheit, und zwar der Antrieb. Man kennt es aus vielen Rennserien, da ist ja der Verbrennungsmotor noch genutzt. Ihr seid ja mit, ich sag mal, grüner Energie unterwegs. Magst du uns da ein ganz bisschen zu erzählen, wie euer Fahrzeug angetrieben wird? Ja, genau. Also bei Formula Student haben sie 2 Klassen, also Combustion Engines und Electrical Engines, also einfach Verbrennungsmotoren und halt elektrische Autos. Und wir sind da ganz besonders, weil wir sind das einzige Wasserstoffteam in dem ganzen Wettstreit. Und wir arbeiten mit einer Fuel Cell, also wir verbrennen keinen Wasserstoff bei uns im Auto, sondern wir haben eine Fuel Cell, die Elektrizität produziert. Dann geht diese Elektrizität zu Akkus, also zu kleinen Batterien, die dann wieder den Motor antreiben. Und ja, das macht uns relativ besonders, weil da sind wir die Einzigen drin. Wir haben eben über die unterschiedlichen Disziplinen gesprochen. Fahrt ihr denn nur national oder wo fahrt ihr mit dem Fahrzeug? Kannst du uns da ein paar Informationen geben? Dieses Jahr haben wir uns dafür entschieden, dass wir in den Niederlanden und in Frankreich rennen. Formula Student ist ein weltweiter Wettbewerb. Also auch in Amerika, in Japan, in Australien, in ganz Europa gibt es Wettstreite und man kann auch zu jedem dazu, wenn man möchte. Wir haben uns aber für 2 entschieden, gerade auch, weil wir noch in den Kinderschuhen stecken und eigentlich zwischen den 2 Wettstreiten Zeit haben wollten, um unser Auto zu perfektionisieren, alles besser zu machen und auch gut zu testen. Da sind noch andere Teams, die zu 4 oder 5 Rennen gehen. Wie lange seid ihr jetzt in der Formula Student unterwegs mit der Brennstoffzelle? Jetzt seit 2 Jahren. Davor waren wir bei einem anderen Wettstreit, wo wir eigentlich 1 Kilogramm Wasserstoff bekommen haben und damit so weit wie möglich fahren durften. Und da sind wir halt auch einmal Weltmeister geworden. Und da dachten wir, okay, das ist doch langsam doch zu einfach. Dann sind wir vom Wettstreit gewechselt und jetzt sind wir halt neu bei Formula Student zu finden.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr relativ neu in der Rennserie seid. Wie sieht das aus? Dürft ihr in jedem Jahr das gleiche Fahrzeug nehmen? Wie läuft das ab? Also tatsächlich ist eine Regel von unserem Wettstreit, dass wir halt jedes Jahr ein neues Auto bauen müssen. Das heißt, ja, okay, manche Komponenten von dem Auto, die benutzen wir natürlich noch ein Jahr. Anders wäre es auch ein bisschen verschwenderisch. Aber das Große und Ganze, das Auto, also wirklich die Chassis, das Gehäuse von dem Auto, das muss komplett neu gebaut werden und anders dürfen wir nicht dran teilnehmen. Und das heißt dann auch, das Team ist das gleiche oder wechselt das? Weil das ist ja auch eine Besonderheit in der Formula Student. Ja, genau. Bei manchen Teams bleibt es ein bisschen das Gleiche mit Part-Timern, aber bei uns, wir machen es so, dass man eigentlich Vollzeit an dem Auto arbeitet für ein ganzes Jahr und das immer für ein Schuljahr, also vom 1. September bis zum 1. September. Ja, wir sind jetzt gerade im August, also nächsten Monat kann man uns hier leider nicht mehr finden, aber unser neues Team ist schon ausgewählt im letzten Mai. Das heißt dann, ihr seid von der Universität freigestellt und arbeitet Vollzeit an dem Auto und nach diesem einen Jahr übernimmt ein neues Team und ihr steigt wieder in euer Studium ein. Genau. Ja. Christina, vielen Dank für das Interview. Kein Problem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und in diesem Sinne würde ich sagen, Daumen nach oben, teilen und wir sehen uns das nächste Mal in der Hengstgarage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.